wo geht's dann hier weiter? Ich weiß ja, das ist der erste Floor. Second Floor. Third Floor. Okay, und wo komme ich hier zum zweiten? Ey, ich hoffe, die kennen sich hier aus. Also, ich meine, ich war hier mal öfters drin. Aber mit der Struktur von den alten Dungeons komme ich immer noch nicht klar. Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Man wird sich daran nie so schnell gewöhnen. Aber nett, nett. Ich dachte, das ist hier alles mit Nagern und so. Nope. Ich kann das noch nicht wirken. Nope. Der Nope Train hat zugeschlagen. Ich habe kein Ziel. Immerhin, immerhin, wir sind schlauer geworden. Ich kann jetzt schon ab Level 20 direkt reiten, ohne irgendwie reiten zu lernen, ohne irgendwie dies da. Funktioniert alles schon von alleine. Der Zauber ist noch nicht bereit. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir erstens... Ungläubige. Das lädt immer noch auf. Hätte ich mir peinliche Momente erspart. Also so welche Momente, wo ich die ganze Zeit mich beschwert habe, wann ich das endlich mal reiten lerne. Und die zweite ist, also schon ab Level 20 hätte reiten können. Das lädt immer noch auf. Tentakel, Thaddeus Tentakel, oder was? Aber die haben nicht viel drauf. Entweder ist die Dungeon wirklich so leicht, wie sie aussieht, oder keine Ahnung, oder die Gegner sind einfach Pibifax. Jedenfalls Level 25 steht sicher. Ich meine, man sieht, hier sind noch tausende von Bosse. Plus Bonusziel. Man kriegt ja für jeden Bonusgegner nochmal Erfahrungspunkte. Ah, also wenn wir hier nicht Level 25 schaffen, zweifle ich an dieser Dungeon wirklich ziemlich. In der einen habe ich 3 Stück bekommen, hier würde ich ja wohl 2 hinkriegen. Okay, statt diesem fetten Murloc, der hier mal war, ist jetzt dieser beschissene Unterwerfer da. Auch nicht schlecht. Wenn ich die Türschätze meiner Murlocs gelockt habe. Das lädt immer noch auf. Okay. Ich kann das nicht mehr. Akumai, töte sie. Ach, warum die Riff-Axt? Mann, die beschissene Riff-Axt. Die River-Axt. River Axe. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das hat weh. Schade, ich hatte eher... Also mir wäre lieber das andere gewesen. Die Eigenfäuste. Was ist das? Erfüllt euch mit helligem Licht, durch das eure Nackerfackel zusätzlich 24 Heile verursacht und Ziele mit dem Effekt Tadel belegen. Ersetzt dieses Tadel. Verursacht im Verlauf von zusätzlichen Heiligschaden bis zu 5-mal stapelbar ist das. Erfüllt euch durch eure Nahkraft zusätzlich Heil. Das ist schon schwierig zu sagen. Was ist denn besser? Siegel des Befehls oder das hier? Die Eindringlinge sind noch am Leben. Ich bleib erstmal bei hierbei. Ich bleib erstmal beim dem Siegel. Ich guck mir dann wirklich mal einen Guide an und schau mal, was sich so in DD. Oh, scheiße. Was sich ein DD-Mann oder ein DD-Paladin, was der DD-Paladin eher am ersten, das ist zu weit entfernt, benutzt. Ey, das ist cool. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Das sind alles Pipifax-Gegner, die... Ich könnte sogar die Dungeon tanken. Ich habe sogar einige Sachen, um zu tanken. Ne? Ist nicht wirklich schwierig. Zurück zum Sanktum! Fürst Martiels Ritual muss vollzogen werden! Ihr Trucks bringt dem Sanktum von Wächterkrabbe versaut! Wo will Wächterstand? Druck will auf die Fresse und tschüss Druck. Netter Stab. Wenn ich bedenke, dass man das Ding sogar als Angelrute benutzen kann, ja, dann muss ich ein bisschen facepalm. Und oh, schade, der Jump hat nicht gelungen. Gab's hier noch irgendwo einen Secret Boss? Ich erinnere mich, dass hier irgendwo ein Secret Boss war. Schwimmen die schon?
War hier nicht irgendwo mal unter dem Ding ein Secret Boss? Ja, jawohl, gut. Meine Intuition, wie gesagt, it doesn't hier. Ne? Lässt mich nicht in den Stich, ne? Ich weiß, dass hier irgendwo unter Wasser noch ein Boss-Gegner war. So ein Side-Boss. Weiß nicht, ob der hier war. Das war so ein fetter Elementar, wenn ich mich nicht recht entsinne. Was es jetzt ist, weiß ich nicht. Ach, da ist es. Die haben ihn jetzt hier verbaut. Auch okay. So, ich glaube, mit dem Dings da könnte ich... Ja, ich habe eine Bubble. Bewege mich erstens schneller. Zweitens ist das so ein komische Krabbe. Das ist zu weit entfernt. Ein Krabbi. Das lädt immer noch auf. Krabbi ist tot. Hat sich gelohnt. Mit diesem Tempo cool. Also momentan läuft alles gut. Level 24, die Hälfte meines Erfahrungsschatzes. Eine Truhe. Aber leider, ja. Achso, kann jemand... Sekunde. Wo liegt der Wichser? Ach, da. Wofür hat man denn einen Paladin? Ah, siehst du? Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ah, ich war schneller. Ui. Hier konnte man irgendwie, glaube ich, hier hochkommen. Moment. Ich habe es irgendwie hier geschafft, stylisch. Ja, genau, das meinte ich. Perfekt. Muss nicht mal außen rumlaufen, kann einfach hier so chillig. Also komm, ganz ehrlich, die haben 600 Dingsbums. Wär hier nicht dieser beschissene Scharfrichter Gore, würde ich ihn sogar alleine hinbekommen. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht also, bereit. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. So, komm her. Bring it, du Punk. Ich hatte gehofft, dass ihr es zu mir schafft. Jetzt darf ich eure Köpfe abschlagen. Wenn ich 5 Euro für ihn bekommen würde, der das gesagt hätte, wäre ich mindestens 1000 Euro. Auf Wiedersehen, Mr. Anderson. Habe euch genug Zeit gekostet. Akumai wird sich erheben. Bullshit. Das ist nicht schlecht, ja. Aber nur Stärke. Wir wollen ja nicht ein bisschen zu Mannsweib-mäßig rüberkommen. Deswegen vor allen Dingen finde ich den jetzt einigermaßen besser. Der hat auch noch kritische Treffer plus 3. Nur 3, 6 hier, 6 Stärke. Ihr kommt zu spät! Das ist zu weit. Die Beschwörung von Akumai ist abgeschlossen! Ich muss näher ran. Leute, werdet ihr nicht lange genug leben, euch an seinem Anblick zu weinen? Tötet sie! Seht ihr? Weitere 5 Euro, die ich bekommen würde. Euch töte. Akku, ich will diese Welt. Okay. Wo sind meine 5 Euro, du Wichser? Du gehst gerade nämlich mit den Fischchen schwimmen. Ihr habt nichts gewonnen, Narren. Akumai erhebt sich. Shut up, Fu. Weiß nicht, ob ich das hier... Unser Vorbote, Akumai. Steigt aus der Tiefe. Ihr habt die Ehre, als Erste verschlungen zu werden. Ja, ich hab was, aber den kann ich nicht handeln. Da ist leider dieser Handelsdings da. Ne. Ah ja, warte, ich sollte mal vorsichtig sein. Die packen dich und dann... Das lädt immer noch auf. Sieht's für dich nicht so gerade cool aus. Ich kann das noch nicht wirken. Okay, das ist... Das aber... Immer noch auf. Einer der schnellsten Dungeons bis jetzt. Ich bin außer Reichweite. Ich würde sagen, mindestens weniger als 15 Minuten haben wir für den Scheiß wirklich gebraucht. Die meiste Zeit hat verschwendet, dass der Tank nicht mal zu dämlich war, um da hochzukommen. Ich muss näher ran. Aber mein Gott. Ich kann das noch nicht wirken. Ach, das
Was bist du, so ein kleiner fetter Schlangenboy? Der kotzen kann? Überraschend. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So hässlich habe ich mir das Viech doch nicht vorgestellt. Es lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht suchen. Nee, das war's. GG. Das lädt immer Good noch game. Auf. Ich konnte das Viech sogar stunnen. Das war schon ziemlich Bullshit. Genieß diesen Sieg, Sterblicher. Oh, Egelhose. Da ihr unsere Stimme hört, ist nur es nicht so schüchtern. Frage der Zeit. Seid vorsichtig, Mann. Was? Sorry, I don't understand. Ich gehe aus Dungeon raus und dann ist die Stimme aus meinem Kopf weg. Word. So, warte mal. Was haben wir bekommen? Ein Ranzen voller Dingensbummens. Ey, ein Gürtel. Ein Gürtel brauche ich. 7 Sterne. 10 Ausdauer. Ist nicht schlecht. Hat auch guten... nee. Ich habe ja gerade irgendwas von hier, von Dingens geredet mit... Ausgleich und so. Das ist nicht wirklich das, was ich... Ach, hier ist das Ding. Hier. Transaktionskugel. Die sollte uns eigentlich jetzt noch zur Unterstadt bringen, ne? Ne? Jawohl. Das haben sich Blizzard gut ausgedacht. Anstatt zu reiten, zu fliegen, gibt es eine Teleportationskugel. Erspart mir sehr, sehr weiten Weg. Wir sind nämlich jetzt in der Unterstadt. Wir sind jetzt zu Sylvanas. Ne, Sylvanas. Bisschen laggy. Ich weiß nicht, mir hat das gefallen. Ich könnte eigentlich wirklich ohne Scheiß nochmal für eine anmelden. Sofern es nicht tiefschwarze Grotte wieder ist. Das Verlies von Sturmwind habe ich kein Problem. Gnomeregan habe ich kein Problem. Borg-Schadenfang habe ich kein Problem. Go. Ach, ich kill nicht Terenas. Ja, ja. Der gute Arthas, der war nicht so geradeartig mit dem. Hat ihn aufgeschlitzt wie eine Sardine. Aber ich glaube, das ist noch das Netteste, was er mit ihm gemacht hat. Was benötigt ihr? So, kann ich hier vielleicht transmoggen? Ah, der Fatman. Habt ihr einen Transmogger? Fledermaus für... Die haben auch hier... Das heißt, die haben doch... Arati-Hochland, ja. Nördliche Schlingdon-Teil, das habe ich mir schon gedacht. Warte, ich nehme erstmal beides an. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, würde mich Sylvana sowieso... Hoffentlich ist das. Sowieso von hier wieder wegschicken. Dann nehme ich auch schon gleich mal die Quest mit. Wenn ich nach Orgrimmar muss... Warte mal, wo ist Orgrimmar? Orgrimmar, Orgrimmar... Wo ist goddamn Orgrimmar? Das ist auf der anderen Seite, ne? Aber scheiße, das ist nicht die andere Seite. Das ist Durota. Ist hier Arati-Hochland? Wo ist denn Arati-Hochland? Das ist Brachland? Eschental? Steinkreis? Ach, fuck this shit. Habe ich hier echt keinen Bock auf diese Frage- und Antwort-Spielchen. Ich gehe jetzt hin, gib ab. Schluss mit lustig. Ist doch irgendwie kacke, dass es nur einen Transmogger in der Hauptstadt gibt. In Sturmwind gibt's einen? Das ist ja halt die Hauptstadt von allen. Scheiße, falsche Eingang. Und dann halt nur noch in Orgrimmar. Warum baut man das nicht in jeder Stadt ein? Nicht, dass man dann irgendwie so unnötig deswegen in die bestimmte Hauptstadt muss. Oder vielleicht irre ich mich, aber normalerweise müssen die Wächter hier dir anzeigen können, wohin mit dem. Jedenfalls hatte ich das so in Erinnerung. Okay, Heiler und DD gefunden. Fehlt nur noch ein Tank. Dann passt das schon. Oh, da ist Sylvanas. Hallo? Wer bist du? Thrall Hall. Ah, war Varimatras? Nein, er hat sich... Ach ja, ich weiß, wer das ist. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Feind in Untergrund? Nö. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich auch nicht. Welches Glück soll dieser Fluch Ehre den Sindorei. Jetzt kann ich das auch machen. Wenn ich jetzt schon nach Orgrimmar muss, dann kann ich... Warte mal, dann kann ich...
Ja, dann kann ich das hier knicken, weil das ist nur für die Gebiete, für diesen Teil des Kontinents gedacht. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt am schnellsten nach Orgrimmar? Ah ja, genau, der Zeppelin, genau, da war ja was. Aber gut, es gibt einigermaßen gute Erfahrungspunkte dafür, da ich beschwere mich nicht. Nein, das soll... Verlies von Sturmwind können wir machen, da muss ich zum Glück nicht rein.